meine, früher war das wenigstens so, benutze die Zahnpasta, dann werden deine Zähne strahlend weiß. Gut, ja. Man weiß, alles klar, das Bild wurde bearbeitet. Jetzt schreiben die sogar noch unten drunter, Bild bearbeitet. Ja. Klingt alles klar, ja, ist in Ordnung, weißt du. Ja. Die sichern sich ab. Natürlich, müssen die auch. Überleg mal McDonald's in den USA, ne? Verbrüht sich einer am Kaffee. Heißen Kaffee. Ja, und kriegt Millionen. Ja, aber das ist, müssen sie auf dem Becher draufschreiben, wo es nicht heiß. Ja. Kater, hast du noch den Schwader? Ja. Aber den kleinen. Die Wiese unten am Hof. Ne, diese komische Apfelwiese da unten. Kenn ich nicht, auch da finde ich sie. Da waren wir auch schon drauf, Kater. Und dann oben. Ach ja, die wurde so schön geradeaus gefahren bist immer. Ja. Okay. Und dann den Berg hoch. Wieso bist du durch den Sendeturm durchgefahren? Entschuldigung. Dann oben den Berg hoch, die kleine Wiese. Und jetzt bin ich noch hier direkt am Fahrsee. Du machst den richtig Stress, weißt du das? Ich weiß, weil ich schnell fahre, ne? Nee, der Charlie macht mir Stress. Ach so. Ich habe mir jetzt irgendwas mit Apfelwiese gemerkt, dann hat es aufgehört. Ja. Guck mal einfach, wo noch gemähtes Kreuz rumliegt, ganz einfach. Ich habe den Kopf wie Sieb, ich müsste dann alles aufschreiben, aber ich habe beide Hände voll zu tun. Ach nö, notfalls sage ich dann, Feld 12 gebe ich dann noch Bescheid, geerntet? Kein Problem. Feld 14 noch kaufen, ne? Ja. Weil Taler, haben wir jetzt noch Taler? Weiß ich gar nicht. Ja, 95.000. Ja, ich guck mal, was das Feld kostet und dann. Ich hab einen Kopf wie ein. Wie hieß denn das noch? Ne? Sieb? Nein? Sieb, ja, Sieb. Das Ding. Weil du Kopf wie Sieb musst du aufschreiben. Ja. Wenn einer vielleicht Zeit hätte, kann er vielleicht oben den Überladetank mitbringen. So, BGA. Vom Shop oder? Nee, der steht oben. Der steht am hier Feld oben. Da habe ich jetzt nur keinen Dolly dafür. Ach so. Feld 20? Das ist Feld. Ja, Feld 20, okay. Mist, wieso bin ich jetzt im Hof eigentlich runtergefahren? Warte, Scheiße. Warte, soll ich. Ich habe bei mir eine Sattelplatte. Ich mach das hier schnell alles aus. Mist. Bin falsch gefahren. Ich wollte doch ganz woanders hin. Bitte keine Kollision. Oh, der Zaun Problem hat keine ist, dass da oben, das sehe ich nicht mehr beim Güllen. Das ganze Knicken. Ist du die 12 gleich grobern, gell? Ja, gerne. Ja, ich fahre gleich hinter dir her und tu gleich Güllen. Gülle, Gülle, Gülle. Also, da oben muss man am besten Feuer machen, hast gehört? In the two rivers. Da oben die. Aber Fan, guck rein. Die Felder 20, 19, 18, die muss man mit dem Helfer machen. Ich sehe da oben nichts mehr. Ja. 20, 19, 18, okay. Ja. Mit also Gülle. Güllehelfer oder was? Nee, Streuer. Zack. Kalkstreuer. Oh, Kalkstreuer. Achso. Nein, nicht umkippen. 18 ist schon fast fertig, 19 ist nur ein bisschen angefangen. Okay. Kalk ist jetzt nicht unbedingt drin, ich habe normales Düngemittel drin zur Zeit. Egal. Hauptsache es kommt was rauf da aufs Feld. So, ich bin gerade an der BGA oben bei der Rinderfarm. Ich hab mal die Zeit auf 60 gestellt, damit die 11 mal fertig wird, dass ich mit mehr Rübenernte anfangen kann. Ja. Da ist auch noch nicht gedüngt, ja. Doch, habe ich. Hast du schon, ja. Und sagt er jetzt so. Beweisen? Nein, so, das Fass, das Güllefass so runter zur BGA, ja. Das Fass ist voll! Oh, da kommt Charlie. Die Wanne ist voll. Oh, oh, da oh. Da weiß ich überhaupt, wo ich die Rüben dann hinschmeißen muss. Gott, krass. Dafür gibt's Arme. Ist mir jetzt ein Florian reingefahren? Ja. Ich bin an dir vorbeigesprungen. Oh mein Gott. Warum fahre ich hier jetzt schon wieder gegen den Baum? Das ist ständig aber ganz schön, du. Ich wollte eigentlich über dich rüberspringen, aber ich bin gegen dich gegengesprungen. Also zumindest habe ich. Zumindest habe ich ein Heck getroffen. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Hinter dem Güllefass sehe ich meinen Trecker nicht mehr. Ja. Wieso ist die Gülle ausgelaufen, oder was? Nein, wenn ich von Außenkamera, dann siehst du ja von hinten und dann verschwindet mein Trecker hinter dem Güllefass, weil der zu groß ist. Und der Trecker so furchtbar nah dran ist. Weil der MB-Trank hat ja eine Sattelplatte. Stimmt. Ich mag das Ding. Das ist einfach geil. So, haben wir noch irgendwas, wo ist denn hier das Gras, was ich noch einsammeln muss? Gut, wir sind immer noch von 22, da warst du noch nicht fertig. Was meinst du, Cory? Nee, sag nur, es ist so schön, wie das gerade lecken wird. Bist du gerade am BGA, oder?
Nee. Ach so. Ich ärgere mich gerade wieder. Hast du überhaupt noch was zum Häckseln, oder? Worüber ärgerst du dich, Cory? Otto? Nee, na, mit der 12, weil das gerade so schön lecken tut. Ah. Hast du noch was bei dir zum Häckseln oder was machst du zurzeit? Im Übrigen, ich habe oben bei mir. Ja, wir hören dich, Waldmeister. Ich tu grubbern. Achso. Oh. oben bei mir beim Fahrsilo habe ich 2-3 Tonnen Gewichte. Mhm. Wenn wir Silage anpressen tun, dann kann man die ja dran machen. Bringt was? Ja, klar, du musst, wenn du Silage machst, so viel Gewicht wie möglich, dann presst er schneller. Oder du nimmst einfach so eine Silageschaufel. Aber die haben wir eine? Nein. Aha, Edgy Badge, siehst du? Wir haben einfach einen richtigen Trecker, der anständig Gewicht hat. Ja, und ja, siehst du, und wenn du an denen dann noch die 2-3 Tonnen Gewichte machst, geht's. Plus Charlie als Fahrer drin. Yeah! Dann geht's dreimal so schnell. Okay, ich habe das bei mir im Spiel noch nie alles probiert, weil ich mache keine PGA. Muss nur die Schwestergerüben fertig werden. Und dann, PGA. Und dann kriegen wir richtig Geld, ne? Ja, bei Nordzucker gibt's gerade 18% auf alles? Ja. Außer Zucker. Ja. Außer Tiernahrung. Außer Tiernahrung, ja. Wegen dem scheiß Flyer, der da gerade auf meinem Bildschirm kommt, bin ich gegen Böhm gefahren. Scheiße, das könnt ihr das nicht oben links in der Ecke machen, die Meldung? Ein bisschen kleiner, aber nee, das muss ich beim Alten, beim LS3 mitten in der Fresse. Kurze Antwort. Wer hat den Teleskop, den Teleskopwagen? Den Teleskopwagen? Also diesen Teleskop. Den Teleskoplader. Genau. Der steht an der BGA unten. Ja, aber wie er steht. Genau. Wieso, wie steht er denn? Mitten im Weg. Wer hat ihn denn da hingefahren? Ich habe ihn vorhin eingepackt. Smirnoff, du warst direkt neben mir, als ich ihn eingepackt habe. Ja, das stimmt. Das bezeuge ich auch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er dann eventuell noch reingegangen ist und das Ding weggefahren hat. Ja, genau. Ach so, weil ich gerade das Gemecker höre. Das kommt mir bekannt vor. Ich sollte mal gestern noch schöne Grüße sagen von Tom. Wieso? Hat ich gestern mal sehen lassen, kurz. Ah. Das... Wie kommst du denn? Rutscht aber auch, ey. Moment. Weil der auch immer meckert, wenn irgendwas im Weg stand und nicht anständig in der Garage geparkt ist. Ach so, ja. Fällt's mir gerade ein. Weil ich dich gestern nicht mehr gehört habe. Nee, stimmt, gestern war ich irgendwie verschollen. Ja, im Weltall, ich weiß. Im Weltall, ja. Ist der Bananendoll eigentlich noch hier? Nee, ne? Nee. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der jetzt auf dem Channel gewesen wäre. Das Güllefass füllt auch, wenn er nicht dranhängt, ne? Hä? Keine Ahnung. Wie viel? Ich muss mir das Spiel auch noch kaufen, wenn man mit dir mal ein bisschen spielen will. Nein, das spiele ich eigentlich wirklich nur am Wochenende ab und zu mal ein bisschen. Also, das ist auch wirklich nicht so aktiv, weil die Sache ist halt, also es gab ja früher Star Trek Bridge Commander. Das war halt so ein Spiel, wo ich sagte so, ey, das ist einfach ein hammer geniales Spiel, das würde ich immer wieder und immer wieder spielen. So, warte mal, ich muss so kurz gucken. Und dann gab es halt diesen Artemis Bridge Command oder Artemis, ja, Artemis... Das, was du jetzt zockst. Genau, was ich jetzt gerade so ein bisschen zocke. Mhm. Das kannst du halt nur im Multiplayer spielen, aber es gibt halt wenig deutsche Spieler, das ist halt so das Problem. Und deswegen bin ich schon ganz froh, dass ich schon wenigstens 3-4 Leute gefunden habe, mit denen man mal spielen kann. Aber das macht echt Laune, du kannst ja verschiedene Stationen besetzen und ja. Ja, wie gesagt, ich habe mal bloß den Trailer reingezogen. Ich meine, ist die Grafik wirklich so... Die Grafik ist nicht toll. Und es ist halt alles auf Englisch und du musst halt... Du hast halt auch relativ wenig zu tun, wenn du halt so eine Station wie Kommunikation oder sowas hast. Da hast du halt echt nichts zu tun, ne? Und es ist mal ganz lustig, aber jetzt so mehr als 2 Stunden würde ich es nicht spielen. Es war gestern mehr als 2 Stunden. Ja, stimmt, weil wir gestern aufgenommen haben. Gut, mehr als 3 Stunden. Das habe ich jetzt gefüllt und lasse ich vorne am Tor stehen, ne? Alles klar, danke. Also gestern haben wir, glaube ich, von 20 Uhr bis 23 Uhr gespielt und dann... Glaube ich. Ja, ja, ich habe mir jetzt bloß aufgenommen. So viel zum Thema dein Versprechen, ich komme noch online. Wollte ich, du warst dann offline, Smirnoff. Ach nee, weil ich schon 2 Stunden gewartet habe auf dich. Ja, das war ein bisschen doof, das tut mir leid. Muss ich bis halb 2 hier nicht sehen lassen. Nee, auch, er war verschollen. Was hast du da aufgenommen, wenn du da bloß eine Station auf dem Bildschirm hast? Nee, ich hab mir 2 Bildschirme aufgenommen. Du hast. Kollege gerade, du kannst ja gar nicht alles aufnehmen. Ich habe mir die beiden Bildschirme auf meinem Aufnahmeprogramm hingelegt, beide. Das ging dann. Aha. Nee, also alle Stationen kannst du nicht aufnehmen, das stimmt schon. Eigentlich müsste jeder eine Aufnahme machen, müsste man so zeigen. Nee, ich hab den Captain gemacht. Mhm. Und
Hab da halt so eine Captain's Map, nennt sich das. Und das andere ist halt dann der Mainscreen, also der Hauptbildschirm sozusagen. Und auf dem Hauptbildschirm hast du ja. Da. Ich habe den Hauptbildschirm habe ich auf der rechten Seite gehabt und ich habe auf der linken Seite habe ich diese Captain's Map gehabt. Und diese Captain's Map, da kannst du halt dann irgendwie, siehst halt, welche Schiffe gescannt wurden, wo sich Schiffe bewegen, in welcher Entfernung was ist und so weiter. Also siehst halt, hast halt auch noch ein paar Informationen. Du kannst halt dann sagen, Steuermann, Kurs setzen auf 3, 2, 3, Entfernung, 20 Lichtjahre und dann. Weiß nicht, Florian, mir fällt gerade auf, ich verstehe jetzt, warum du letztens hier so scheiße gefahren bist mit dem Zerter. Ja. Ich weiß jetzt mal auch nicht, wo ich mich am besten hier noch umeiere. Siehst du? Ja, ja. Aber letztes Mal noch lustig machen über mich, ne? Das muss sein, das muss sein. Ja, ist auch okay. Ich bin auch prädestiniert für sowas. Ja. Oh Gott. Wieso ist Kochi eigentlich so leise gerade? Nein, ich hab's ja mal drin, hau ab! Ich höre zu. Achso, musst du dich nicht totlachen? Er hört zu und genießt. Ja, ich muss mir das Lachen schon hin und wieder verkleiden, wenn was höre. Ja. Wow. Manchmal wache ich auch morgens auf und denke mir, warum lachen Menschen über mich? Ja? Ich verstehe es halt immer nicht. Und dann guckst du in den Spiegel. Genau. Wir lachen über dich. Wir lachen alle nur mit dir. Ja. Genau, du weißt es bloß noch nicht. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Du wurdest zwar als letzter in die Fußballmannschaft gewählt, aber du bist was ganz Besonderes, mein Kind. Ja, genau. Die anderen konnten sich einfach nicht entscheiden. Ja, die anderen konnten sich einfach nicht entscheiden. Die wussten, dass du der Beste bist. Die wollten halt nur nicht, dass du mit denen in der Mannschaft spielst, weil sie auch mal verlieren wollten, mein Kind. Aber es ist okay, wenn du über deine eigenen Füße stolperst beim Fußball. Diese elterliche Heuchleitest. Ja. Auch weißt du, wenn das eine Auge links ist, das andere Auge rechts unten, so weißt du, und du irgendwie totaler Krüppel bist, ne? Ja, für mich bist du schön. Für mich bist du das schönste Kind auf dieser Welt. Ja, ja. Dieses Gesicht kann nur eine Mutter. Mit dem dritten Auge auf den Buckel. Ja. Ja. Quasimodo verpasst. Ja, Quasimodo. Ja. Ja, ja. Wir haben kein Problem. Die BGA ist gleich leer von Gülle. Aber für jeden Topf gibt es auch einen Deckel, ne? Ist halt nur die Frage, wie unförmig der Deckel ist, ne? Ich bin ein Bock. Ja, ja. Ich bin auch ein Bock. Die Ansicht, keine Chance. Obwohl, ein Bock hat ja auch einen Deckel, das ist ja das Problem. Ja, aber versuch mal einen Bock-Deckel zu finden. Ich hab einen. Ja? Echt? Ohne Witz, ich hab einen Bock, der hat einen Deckel. Ganz normal, der war alles dabei. Geh mal zum Chinesen und sag, du hast einen Bock mit Deckel. Ja, der versteht wahrscheinlich einmal Wok mit Dackel. Ja. Ja. Das sind die Koreaner, die dann Dackel reinmachen. Ja, ich wollte gerade sagen, die sagen, die Leute den Sitz bereiten lässt. Die Chinesen machen ja Ratten rein. Zumindest bei uns hier. Echt? Ohne Witz, ich wollte zum Chinesen reingehen, kamen mir zwei Ratten entgegengelaufen. Ich bin wieder umgedreht. Ja. Solange die noch entgegenlaufen und nicht aus dem Bock springen, ist alles okay. Ja. Stimmt. Habe ich euch die Story erzählt, als ich mit meiner Freundin an ihrem Geburtstag war beim Essen beim Chinesen und dann stand draußen vorm Fenster eine Katze und da meinte der Kellner da, ja, nee, die ist schon länger da, die sitzt hier immer jeden Abend. Dass wir dann beruhigt waren und ganz normal gegessen konnten oder essen konnten, weil wir dann wussten, dass die Ente süß-sauer nicht wirklich eine Katze ist. Ente war? Ja. Das war die Urkatze von allen anderen Katzen. Die Pseudokatze, die, genau. Die nennt man die Babys. Schon zu alt und zäh. Ja. Die kann nur noch Babys werfen. Ja, mehr auf, bei uns ist so schön viereckig. Ente süß-sauer verkauft werden. Ja. Oh, ja, es leckt und wer treibt sich da hinten auf dem Silo rum? Vor MB-Truck. Ich bin aber nicht in der BGA. Das ist egal, das ist Silo. Okay, Entschuldigung. Hat aber nichts mit der BGA zu tun, ich weiß nicht, wo hier da. Problem ist, also sobald du da aus mir auf dem Siedel rumfährst, da springen wir hier durch die Gegend. Aber ich bin gleich fertig, sind nämlich schon 96, 99. Geh weg, fertig. Ich tu grad Bögen. Bin da schon runter. Das ist scheiße, wenn du mit 2 km/h fährst, aber der Tank trotzdem schnell genug leer geht. Soll ich mal oben kurz, also das heißt, oben an der Rinderfarm passt nichts mehr ins Gras rein, ins Dings rein? Doch, ich hab nur verdichtet. Achso, okay, das weil dann komme ich nämlich jetzt nämlich noch mit 49.616 Litern angebrettert. Ja, dann kannst du dann hier oben weiter sammeln, wie es noch erfällt. Das heißt, nämlich ja auch über 40 Tonnen schwer. Das dürfte ich auch gleich mit dem Ding fahren. Ich habe doch keinen LKW-Führerschein. Doch egal. Du bist ein Trossel der 35 km/h, dann darfst du es. Echt? Weiß ich, wie es mit eurem Führerschein ist. Ich mit meinem alten DDR-Führerschein, ich darf Traktoren bis 35 km/h fahren. Da ist das Gewicht nicht begrenzt. Aber bei mir steht. Da dürfen wir aber auch alle, weil das ist ein Leichtkrafttraktor.
Ja, genau. Du hast da keinen T-Führerschein. Richtig. Der T ist dann für größere Maschinen. Ja. Und auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen ist der T. Ich muss mal in mein Portemonnaie reingucken. Ich glaube, ich habe T. Nee, Geilste du hast ist, nicht. Ich habe Motorradführerschein. So. Obwohl ich niemals einen Schein gemacht habe. Ha! Ich glaube, ich habe BE und dann habe ich noch irgendwas. Ja, schau mal mit den Bezeichnungen. Ich weiß, ich darf alles bis 7 halt da hinten vorne Traktor um bis 35 km/h. Und ich hatte einen Panzerführerschein, hatte ich bei der Bundeswehr. Ja, da darfst du auch trotzdem LKW fahren. Nee, LKW darf ich mit dem Panzerführerschein nicht fahren. Doch. Also nein. Ich hab einen Panzerführerschein gemacht. Und das war halt der LKW-Führerschein. Also ein LKW-Führerschein hat gemacht. Nein, bei mir war es ein Führerschein für Kettenfahrzeuge. Ja, bei mir auch. Aber hast du den umschreiben lassen auf Zivil? Duft, kannst du doch gar nicht, muss ich da abgeben. Na klar, ich habe ihn sofort umgeschrieben. Was? Du kannst einen Panzerführerschein umschreiben lassen? Na klar, weil das der LKW-Führerschein ist. Oh nee, laber doch. Genau so ist es. Den musst du umschreiben lassen. Weil mein Hauptmann wollte mir den Führerschein wegnehmen, weil ich doch mit dem Panzer umgefahren bin. Wie? Du kannst dir einen Panzerführerschein? Kannst du zum LKW-Führerschein umschreiben lassen? Ja, das ist der LKW-Führerschein. Du kannst einen zivilen umschreiben lassen. Das kostet nur, glaube ich, 50 oder 100 Euro oder sowas. Ja, ich weiß, dass es. Also bei uns haben die aber gesagt, dass du den LKW-Führerschein, den du bei der Bundeswehr machst, dass du den umschreiben lassen kannst. Das ist ja klar. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es auch mit einem Panzerführerschein geht. Was bin ich denn für ein Idiot, ey? Weil du halt eine Maschine fährst bis 45 Tonnen. Oh, ey. Und ich hab den nicht mehr, ey. Deswegen hat er auch zu mir, ich habe gefragt, da darf ich auch einen Anhängerführerschein machen. Er hat gesagt, gehen Sie mal raus und gucken Sie auch an Panzer, ob Sie eine Anhängerkupplung haben. Oh nee, scheiße. Heißt, Spätpanzer Fuchs hat natürlich keine Anhängerkupplung. Nee. Der Flakpanzer Gepard hat auch eine. Oder hat er eine Anhängerkupplung, der Flakpanzer Gepard? Ja, ist eine Hakenwärts doch an. Oh, was bin ich denn für ein Idiot, ey? Wieso sagt ihr mir das erst jetzt, ey? Jetzt, wo ich schon... Du bist doch der größte Florian, den in letzter Zeit gebaut hast. Ja. Gut, ich bin am 28.02.2009 wurde ich bei der Bundeswehr entlassen, ne? Aber selbst der LKW-Führerschein wäre jetzt noch gültig. 2009? Ja, 2009. Ja, ich wurde 2008 entlassen. Du bist 87er Baujahr, Flo? Ja, bin ich. Ich auch. Ja, siehst du, hab ich mir schon was gedacht bei deinem Namen. Ja, ganz jung, Hüpper, ihr. Ja, ne? Wann hast du Geburtstag, Otto? 10.07. Nein, laber keinen, ey. Ja. Ich bin einen Tag älter als du. Quatsch, du hast 9. oder was? Ja, ich hab 9.07. habe ich Geburtstag. Ah, ich bin ganz ein halbes Jahr älter als du. Roten Ersten. Das ist ja witzig, ey. Noch ein Krebs. Ja. Dann möchte ich aber anmerken, dass der Juli der Let's Play-Monat ist, ne? Let's Multiplay-Monat. Ja, stimmt. Wieso hast du. Wann hast du Charlie gemacht? 24.07. Ah, siehst du, dann bist du aber Löwe, ne? Nee. Da hast du mit meiner Schwester Geburtstag. Oh, dafür shit. Kann ich nicht. Und das Witzige ist, ich habe letztens einen von der Bundeswehr auf dem Dropkick Murphys Konzert, das ist hier eine Punkrock-Band, habe ich den getroffen. Konstantin Ring heißt der. Und der hat am 8.7. Geburtstag. Tja, aber der ist heute nicht da, schade. Ja, aber Krebse sind sowieso die besten Sternzeichen, die es gibt. Ja, nee. Das meine Frage fällt 19, ist das gedüngt? Nein. Das war mir so arschklar. Hab ich doch gesagt, Feld 18, 19 und 20 sind nicht gedüngt, weil ich da nichts mehr sehe. Ich hab nur mal 19 teilweise angefangen zu düngen, aber dann hab ich nichts mehr gesehen. So. Bei 18 genauso, 18 ist zu dreiviertel gedüngt und 20 noch gar nicht gedüngt.